In vergangenen Projekten habt ihr doch bestimmt schon gesehen, dass ich mal was verleimt habe. Dafür benutzt man Leim. Und dafür habe ich auch schon ganz oft hier dieses Teil benutzt. Und das ist auch ziemlich gut bei großen Flächen. Nichtsdestotrotz nervt es natürlich jedes Mal, wenn man hier dieses Teil sauber machen muss. Und bei kleinen Flächen, wo man das auch gerne benutzen würde, benutzt man es meistens nicht, weil es halt eben zu aufwendig ist, sauber zu machen. Ja genau, dann bist du heute hier in dem Video richtig, denn heute werde ich was richtig Tolles bauen, was man hoffentlich nicht so wirklich sauber machen muss. Und das müssen wir uns erst selber bauen. Und dafür bauen wir uns jetzt eine schöne Kiste aus Metall. Halt, stopp, bevor wir anfangen. Ich habe mal eine neue Maschine gekauft. Und auch die siehst du im heutigen Video. Und jetzt geht's an der Kappsäge weiter. Und ja, es ist wieder passiert. Eine neue Maschine für meine Werkstatt. Tatsächlich habe ich in dem Fall aber sehr, sehr viele Probleme, denn im Moment läuft die Maschine auch gar nicht. Aber gleich gibt's dazu mehrere Infos, was da genau los ist. Ich benutze in diesem Fall 5 mm Flachstahl und damit die Schweißnaht auch Platz hat, um sich dort reinlegen zu können, muss ich über eine große Faser anschleifen. Für solche Einsatzzwecke gibt es normalerweise Fasenmaschinen in der Metallbearbeitung. Ich konnte es natürlich nicht lassen und musste direkt mal schauen, ob ich eine Maschine in meiner Nähe finde, die sowas kann. Leider ist die nächste Maschine aber viel zu weit weg, als dass es sich lohnen würde, die abzuholen. Aber damit ihr wisst, was sie tut, die funktioniert im Prinzip ähnlich wie ein Frästich, mit der kann man nämlich eine Faser an das Metall fräsen, um halt eben diese Schweißnaht dort reinlegen zu können. Das funktioniert natürlich viel, viel schneller als mit dem Winkelschleifer und das wird auch irgendwann eine Maschine sein, die ich haben möchte. Wir haben uns eine schicke Dose gebaut. Und die ist schön, ne? Und sie ist vor allen Dingen wasserdicht. Und das soll sie auch sein, damit unser Holzleim später nicht rausläuft. Jetzt könnte man nicht nur Holzleim reinmachen, sondern auch direkt Nudeln kochen. Beim nächsten Mal würde ich diese ganzen Schleifarbeiten auf jeden Fall nicht ausführen. Ich würde beim nächsten Mal ausprobieren, ob ich diese ganzen Überstände mit meiner Horizontalfräse einfach wegfräsen kann. Das produziert viel, viel weniger Schleifstaub und es wird wahrscheinlich auch viel, viel schneller funktionieren. Hier seht ihr, wie ich Flachstahl um meine ganze Kiste rumbiege, damit halt eben das Ganze übereinander geführt wird und ich das dann später einfach übereinander setzen kann. Das hier ist ja mittlerweile mein neues Schweißgerät und ich muss echt sagen, das hat das mit Bravour gemeistert. Die Schweißnähte werden immer richtig schön gleichmäßig und wenn man sich da einmal so ein bisschen mit den Einstellungen so zurechtgefunden hat, funktioniert das bei jedem Schweißgang sehr, sehr toll. Das bedeutet, dass auch hier diese Kiste beim allerersten Mal ja auch direkt wasserdicht war. Ich zeige euch jetzt mal, wie jetzt der Stand der Dinge ist und genau, ich glaube, ich kann Sonnenbrand, als ich an richtig warm wie Fratz, obwohl ich den Helm anhatte. Boah, leck, das war ganz schön viel Schweißnähte. So viel dazu. So sieht die Kiste jetzt aus. Wir haben jetzt alles fertig geschweißt und ich habe jetzt hier noch ein bisschen dran rumgeschliffen, damit halt eben hier der Deckel mit beiden Seiten halt eben drauf passt. Das bedeutet, wenn man den mal andersrum draufsetzt, dass der immer noch drauf passt, ohne dass er halt eben verkeilt. Der Gedanke war halt eben hier, dass ich hier dieses Stück Flachstahl drauf brate, damit halt eben weniger Luft an den Holzleim drankommt und der im besten Fall, ohne dass ich eine Dichtung einsetze, nicht aushärtet. Aber ich hätte jetzt mal eine Frage an die Schweißer. Und zwar sind die Nähte ja mittlerweile okay, aber wo ich halt so ein paar Probleme noch manchmal habe, ist, dass die Naht wirklich perfekt gerade ist. Manchmal läuft sie so leicht hoch, beziehungsweise wenn ich neu ansetze. Wenn du Schweißer bist, schreib gerne mal in die Kommentare, wie du das verhinderst. Oder ob das einfach nur Erfahrung ist. Hier kommt der Holzleim später rein und das bedeutet, wir müssen jetzt eine Mechanik bauen, damit der Holzleim auch aufgetragen wird. Das ist das Spannende bei dem heutigen Projekt und deswegen fangen wir damit jetzt an. Und da kommen wir auch schon zu dem Neuzugang meiner Werkstatt und zwar ist das hier diese wunderschöne Drehbank. Die war einfach zu gut, als dass ich hätte Nein sagen können, weswegen das jetzt meine neue Drehbank ist. Ich habe erst vor kurzem, ich weiß, meine andere Drehbank verbessert. Eventuell werde ich die Teile auch einfach hier wieder ranbauen, aber ich muss jetzt erst ein bisschen Arbeit arbeiten, damit die Arbeit weg ist. Macht das Sinn? Ich hoffe. Eins der coolsten Features an der Maschine hier ist auf jeden Fall das folgende. Also es ging bei meiner alten Drehbank nicht so richtig gut. Und zwar dickeres Material in die Spindel einführen. Man konnte da bis, ich glaube, 18, 19 mm was reinpacken. Aber mehr auch nicht. Und hier kann man bis, ich glaube, 40 mm das Ganze tun. Und das ist wirklich toll. Die Drehzahlen werden wir später ändern. Ich muss mir jetzt hier erstmal so ein Hilfsstück drehen, damit ich weiß, wie groß die Fräsung bei dem anderen Teil werden muss. Die Drehzahl ist mir ein bisschen zu langsam. Wir sind jetzt bei B2, das bedeutet 500 Umdrehungen. Ich hätte gerne so, ja,
840 hört sich eigentlich gut an. Das heißt, dass wir jetzt auf C3 umschalten müssen, damit wir 840 Umdrehungen haben. Kommando zurück, wir haben 550 jetzt. Jetzt können wir hier mal unser Rundteil drehen. Würde ich sagen, machen wir das mal. So, neuer Tag, neues Glück. Bevor ich jetzt mit den Dreharbeiten hier weitermache, werde ich als erstes die Nut fräsen, damit ich weiß, wie lang ich das Drehteil machen muss, denn das soll in beide Richtungen ein bisschen Spiel haben, damit es halt möglichst gleichmäßig sich drehen kann. Ich habe als die Fräse eingerichtet mit dem 12er Fräser und weil ich hier immer so ein bisschen Platz brauche, wegen der Ausladung von dem Spannzangenfutter, werde ich jetzt erstmal alles hier einspannen. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, die Horizontalfräse, eine wunderschöne Maschine. Also, wir brauchen eine Nut, die muss 45 tief sein, mittig angefräst. Und ich brauche hier so eine seitliche Auslagung, weil ich halt eben sonst hier in mein Spannfutter reinfahre. Glauben heißt nicht wissen. Brauchen wir dabei Parallelunterlage? Nee. Wir spannen das jetzt so weit aus wie möglich. Genau. Schubidu und Schubidu und raus bist du. Es ist ideal, um sich die Zähne hier rauszuschlagen mit dem Griff hier. 3, 6, 9, 12. Adam Riese müssten wir jetzt auf der Hälfte in etwa sein. Ne? So, das hat gerade nicht so funktioniert, wie ich wollte. Deswegen habe ich mir jetzt eine andere Taktik überlegt. Hier Parallelunterlagen. Und dann einen Anschlag. Das Zeug ist aber ganz schön schaukelig, ey. Naja, mal schauen. Ach, das funktioniert jetzt auch nicht, Mann, Alter. Was haben nicht die Maschinen? Bin ich zu blöd, um sie zu benutzen, oder was? So, einmal das Spekulationshölzchen raushole. Ja, 4er, knapp 45, das ist genau genug. So, es hat dann jetzt auch irgendwann mal endlich funktioniert. Leider hat meine Kappsäge nicht 90 Grad abgeschnitten, weswegen die Teile jetzt unten so ein bisschen schief sind. Aber unsere Nut ist drin, das bedeutet, jetzt können wir an dem Drehbauteil weitermachen und einfach hier mal ausprobieren, wie lang das Ganze werden muss. Richtig, ups, ich kann es nur nochmal wiederholen, richtig tolle Maschine. Man kann sich aus Problemen weiterhelfen. Als nächstes kommt ein richtig tolles Feature, wo ich echt happy bin, dass das diese Drehbank auch hat. Und zwar kann man bei dieser Variante den Reitstock richtig manierlich benutzen. Und das werden wir jetzt auch direkt mal machen. Das hier können wir jetzt einfach austreiben, ein Bohrfutter einspannen, Zentrierbohrung machen und ganz einfach zentrieren. Als nächstes kann ich nämlich das Ganze so weit ausspannen, wie ich es halt eben benötige, 19 cm. Jetzt bringe ich noch den Reitstock dazu und habe das jetzt ideal gesichert. Die untere
obere Walze habe ich jetzt fertig gemacht. Ich habe hier noch ein paar Einstiche gemacht, damit halt eben hier die O-Ringe drauf können. Wofür die halt eben sind, werdet ihr gleich sehen, wenn alles fertig ist. Als nächstes müssen wir jetzt die obere Rolle herstellen und dafür müssen wir erst wieder ein bisschen Material zuschneiden. Ich benutze zum Zuschnitt übrigens eine eiserne Kaltkreissäge. Die sind tatsächlich ziemlich teuer. Ich habe damals zum Glück viel Geld sparen können, weil ich diese hier als defekte Maschine gekauft habe und habe sie repariert. Auf jeden Fall hätte ich aber trotzdem irgendwann gerne eine große Metallbandsäge, denn bei Vollmaterial dauert der Zuschnitt schon wirklich sehr, sehr lange. In den Videos hat meine alte Drehmaschine auch schon sehr, sehr groß ausgesehen, aber die ist wirklich nicht zu vergleichen mit dieser neuen Drehmaschine. Diese neue Drehmaschine hat so viel Technik, mit der man auch wirklich ganz, ganz viel anfangen kann. Und viele, viele Punkte sind tatsächlich viel komplizierter als bei meiner alten Drehmaschine. Deswegen sind die beiden wirklich nicht zu vergleichen. Wie so oft im Leben kann ich da nicht normal weitermachen. Ich muss erstmal das halbe Teil wieder auseinanderbauen. Denn das Problem ist hier, die Skala, das ist super, super schwer die ganze Zeit zu drehen. Und ich habe jetzt mal nachgeschaut, wie das funktioniert. Und das ist eigentlich ziemlich interessant. Das hier ist quasi mein Skalenring, der sitzt hier auf der Kurbel, das dreht sich dann beim Kurbeln mit und das hier kann man halt eben drehen. Wenn das Ganze jetzt hier ohne Widerstand innen drin eingebaut ist, dann dreht sich das ziemlich gut, aber auch eigentlich zu gut. Übrigens, das Ganze wurde mit Fett abgeschmiert. Meines Wissens nach sollte das Ganze hier mit Öl abgeschmiert werden, aber da muss ich mal im Ölplan nachschauen. Wie wird jetzt hier das Ganze verhindert, dass das halt eben nicht zu leichtgängig ist? Dafür ist hier dieser Einstich und da war halt eben hier dieses Plättchen drin und dadurch, dass das hier ein bisschen gebogen ist, so, dadurch wird halt eben verhindert, dass das zu leicht sich dreht. So, jetzt funktioniert's. Gut. Wenn das halt hier eben drauf montiert war, hat das sich teilweise gar nicht mehr drehen lassen und ich sag mal, das muss relativ einfach sich drehen lassen, weil sonst verstellt man immer sein Maß, wenn man da krampfhaft dagegen halten muss. Ich habe es jetzt einfach mal sauber gemacht, vielleicht lag es da einfach schon dran. Ich werde jetzt auch direkt zwischendrin überall ein bisschen Öl drauf geben. Ich habe mir extra Bett- und Gleitbahnöl bestellt, das ist jetzt leider noch nicht da. Deswegen werde ich hier normales Motorenöl benutzen. Ja, das läuft ja jetzt schon besser. Da können wir jetzt gerade auch mal den Öler ausprobieren. Der war nämlich voller Fett, deswegen ist das Öl gar nicht mehr so weit reingelaufen. Na, jetzt seht ihr das. Jetzt kommt das Öl auch da oben an, wo es auch hin muss. So, außen das machen wir jetzt einmal sauber. Und als nächstes kann jetzt auch wieder die Kurbel montiert werden. Die wird hier einfach aufgesteckt. Da kommt hier dieser Passstift rein. Und jetzt kann man es schon viel besser einstellen. Aber jetzt ist wieder das Problem, dass es jetzt nämlich nochmal so super schwer geht. Ne? Was eine Scheiße. Was eine Scheiße. Kann ich nicht einfach nur was kaufe und es einfach benutze, ohne dass ich immer alles auseinanderbauen muss? Das ist doch der letzte Wix. Alter Mann, geht mir das auf den Sack. Alter, wissen wir was, ich beiß das Plättchen aus. Leck mich am Arsch. Heute ist die Mission Projekt bauen. Aber nein, heute ist die Mission Maschine bauen. Es ist ja nicht so, wenn das alles ziemlich genau ist, wenn man dort rumkloppt. So, nächstes Problem, wo ich jetzt erst beheben muss, damit ich weiterarbeiten kann. Und zwar ist das hier der Ein- und Ausschalter für Rechts- und Linkslauf. Und der ist hinten ein bisschen lose. Das bedeutet, der Taster, der hinten angeschlagen wird für Rechts- oder Linkslauf, der dreht sich immer ein bisschen durch. Und deswegen ist das hier nicht souverän. Super gefährlich, überlegt mal, das Ding liegt irgendwie, also das Teil ist hinten verdreht, ihr seid auf der Ausschaltposition und dann schaltet sich die Maschine ein. Weil das jetzt immer schlimmer wird, werde ich jetzt auch das erst beheben und schauen, dass das hoffentlich dann auch bald läuft. Dafür drehen wir wieder ein bisschen am Rad.
Es gab jetzt noch weitaus mehr, was ich an der Maschine machen musste. Auf jeden Fall kann ich sie jetzt auch normal einschalten. Das ging die ganze Zeit nicht so richtig. Das funktioniert jetzt auf jeden Fall wieder. Und deswegen geht es jetzt weiter mit diesem Stück Aluminium. Das war hoffentlich aufs richtige Maß drehen. Bude bei die Fische, damit wir das hier richtig machen können. Für euch zum besseren Verständnis. Rechts habt ihr den Ein- und Ausschalter. Das ist eine Stange, die im Prinzip mechanisch dreht. Diese Stange drückt dann eben auf einen Schalter, der oben oder unten liegt. Und dieses halbrunde Teil hat sich immer durchgedreht, weswegen man mit diesem mechanischen Schalter den Elektrotaster halt eben nicht mehr betätigen konnte. Das war das ganze Problem. Die Oberfläche habe ich hier gerändelt, denn wir brauchen hier einen guten Grip. Warum wir das halt eben brauchen, seht ihr später im Projekt. Auch konnte ich heute mal wieder meine Reinigungsstation benutzen. Da ist ein spezieller Kaltreiniger drin, mit dem ich halt eben die Aluminiumteilchen runterspülen konnte. Die gerändelte Walze ist jetzt somit fertig und ich werde euch jetzt mal zeigen, was die dann eben tut. Das hier ist unsere Kiste, da wird später der Leim drin sein und da ist unsere erste Walze. Die kommt halt eben hier so rein. Die kann sich unten frei drehen, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und hier diese Gummi-O-Ringe sind halt eben dafür da, dass das Ganze später auch angetrieben wird. Diese Aluminiumwalze kommt dann halt eben oben drauf. Und jetzt treibt halt diese Walze durch die Drehung unten drunter die Walze an. Und somit kann man Holz über die Walze fahren. Weil im Hintergrund jetzt so viel Unvorhergesehenes passiert ist, werden wir jetzt das Ganze im Schnelldurchgang fertig machen. Wir werden noch ein paar Halter dran braten und das Ganze natürlich schön lackieren. Und dann werden wir es auch schon ausprobieren. Der Leim ist endlich, der Leim ist nicht getrocknet, der Lack ist getrocknet. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, was ich mir dabei gedacht habe. Zuallererst bin ich wirklich ziemlich happy, wie das Ganze geworden ist. Es ist ziemlich schwer, was auch eigentlich gut ist, damit das Ganze halt nicht wegrutscht, wenn wir es benutzen. Wir haben einen coolen Griff, der sehr massiv ist. Wir können das Ganze auch in beiden Richtungen aufsetzen. Das bedeutet, da ist genug Luft und ich erhoffe mir hier von diesem Stück Flachstahl, dass der Leim unten auch nicht so schnell austrocknet. Also, das können wir jetzt ganz entspannt abgeben und dann sehen wir auch schon hier unsere obere Rolle. Da unten ist aber noch eine Rolle, die wir hergestellt haben und zwar ist das quasi die Leimrolle. Die dreht sich im Leim und das soll dann den Leim auf die obere Rolle hier auftragen. Das hier sind die beiden Nuten, die wir in das Flachstahl reingefräst haben. Die Rolle kann jetzt hier rein, da sind auch hier noch O-Ringe drauf, damit das Ganze links und rechts ein bisschen geführt wird. Das dreht unten frei. Und hier haben wir halt wirklich diese schön gerändelte Oberfläche, die auch einen sehr, sehr guten Grip hat. Die können wir jetzt halt eben hier oben drauf machen. Und wenn wir das hier drehen, wird von diesem geriffelten unten der O-Ring dann auch gedreht. Also das ganze Stück untere. Das ganze untere Stück, jawohl. Jetzt machen wir mal uns rein. Also ich hoffe mir ja hier ein System, was ich quasi nutzen kann. Und wenn ich es fertig benutzt habe, dass ich einfach den Deckel drauf mache und ich 3 Tage später das Ganze wieder benutzen kann, ohne dass ich viel Leim entfernen muss. Ich hatte mir auch überlegt, eine Längsnut reinzupacken, dass man mit dem Cuttermesser den getrockneten Leim aufschneiden kann und das dann quasi abziehen kann. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich wusste nicht, ob man dann das Holz nicht mehr so gut rüberrollen kann. Deswegen probiere ich es jetzt einfach mal so aus, wie es jetzt halt eben ist. Holzleim. Also wenn das funktioniert, dann bin ich sowas von happy. Ich mache jetzt auch extra mal nicht so viel rein. Ich weiß auch noch gar nicht, ob das überhaupt funktioniert hier. Ha, guckt uns euch an, das ist ja geil. Das einzige Problem, was ich beim letzten Mal, wo ich das Trocken schon ausprobiert habe, festgestellt habe, war, dass man hier ziemlich fest drücken muss. Okay. Oh, oh, war das so fail? Also es ist schon sehr wenig Leim.
erstes Fehlerchen, was ich gerade sehe, ist, dass halt hier der Holzleim hier drüber läuft. Das soll mich jetzt erstmal noch nicht so stören. Aber ich bin mal gespannt, wie gut das funktioniert, wenn man es einen Tag nicht benutzt hat. Ihr seht, das ist die Menge an Holzleim, der drauf ist. Also viel ist es tatsächlich nicht, aber wenn die Oberflächen gut abgerichtet sind, könnte das eigentlich schon ausreichen. Das heißt, ich werde jetzt mal ein paar Leisten hobeln und dann probieren wir einfach mal aus, ob der Leim auch ein bisschen an den Seiten heraustritt. Boah, ich glaube, das ist cool. Schubidubidu. Die Oberflächen sind jetzt gehobelt und das ist quasi auch die Oberfläche, mit der man ja auch was zusammenleimen würde. Deswegen probiere ich es jetzt einfach aus, ob das ganze Decken dann noch funktioniert. Okay, es ist Holzleim drauf. Hier würde ich jetzt, denke ich, schon bei beiden Seiten Holzleim draufpacken. Okay, da ist auch Leim drauf. Dann nimmt man sie hier normalerweise ein paar Schraubzwingen. Und ich würde behaupten, das ist perfekt. Nicht zu viel Leim austritt. Das ist super. Aber noch zu einem weiteren Test. Jetzt will ich mal die Oberflächen so miteinander verleimen. Die sind jetzt auch nicht so optimal. Das bedeutet, jetzt probieren wir gleich, ob das auch bei Stellen funktioniert, die vielleicht ein bisschen mehr Leim theoretisch bräuchten. Ihr seht ja, hier ist jetzt kein Leim so wirklich drauf. Durch die Breite ist das aber nicht so schlimm, denn dann kann man, wenn hier kein Leim drauf ist, einfach auf der Seite Leim abziehen. Dann ist dort nämlich auch Leim drauf. Ihr seht jetzt, dass das ganz fein mit Leim beträufelt ist. Hier ist es jetzt nicht ganz gut, weil ich das ein bisschen schief gehalten habe. Ich werde es jetzt einfach mal so verspannen und ausprobieren, ob es auch funktionieren würde. Und ihr seht, hier ist überall ein gleichmäßiger Leimaustritt. Also ich denke, das hier ist eigentlich schon perfekt. Der quillt raus, aber es ist wirklich nur minimal. Das bedeutet, das kann man auch später gut wegschaben. Allein an der Stelle, wo der Leim nicht gleichmäßig aufgetragen war, weil die Leiste so schmal war und gekippelt hat, und das ist hier, da ist kein Leim rausgekommen. Das bedeutet, da muss man halt eben drauf achten. Aber ansonsten sieht das hier überall wirklich richtig gut aus. Hier nochmal eine Nahaufnahme, wie es aussieht, wenn man die Walze dreht. Geile Sache. Dieses grüne tolle Teil ist jetzt fertig. Ich werde jetzt einfach mal bei den nächsten Projekten ausprobieren, wie gut das Ganze funktioniert. Abonniere doch deswegen gerne den Kanal, denn hier gibt es regelmäßig Videos rund um das Thema Holz und Metall. Und ja, ich bin gespannt, ob das hier ein gutes Helferlein ist oder ob es nur in einem Regal rumsteht und der Leim irgendwann komplett eintrocknet. Auch werde ich einfach mal in einem von den nächsten Projekten dann schauen, wie das hier sich verhält, wenn der Leim hier trocknet, ob man es gut abgeschabt bekommt oder ob das Ganze zu sehr verklebt, sodass das alles nicht mehr so wirklich rund läuft. Aber das werde ich dann in einem nächsten Projekt sagen. Hier siehst du jetzt noch zwei weitere Videos. Schau dir die doch unbedingt an. Das soll es für heute gewesen sein. Tschüss.